Landeslagezentrum im Gebäude der Berufsfeuerwehr in Bozen. Hier laufen alle Informationen bezüglich der Lawinengefahr im oberen Finchgau und besonders in Langtaufers zusammen. Und hier vom Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz ist Landeshauptmann Arno Kompatscher gemeinsam mit Regierungskommissär Vito Cusumano zu einem Rundflug in den Finchgau aufgebrochen. Ziel der Reise war ein präziser Lokalaugenschein in Langtaufers, dem Gebiet, das am meisten von den Lawinen und der Lawinengefahr betroffen ist. Insgesamt wurden mit Einsatz mehrerer Helikopter 150 Menschen evakuiert. Probleme bereiteten hauptsächlich zwei Lawinenstriche oberhalb der Örtlichkeiten Pizin und Kappel. Die Lawine oberhalb Pizin konnte mittlerweile gesprengt und damit die Gefahr durch einen Lawinenabgang eingedämmt werden. Die Lawinenkommission bewertet derzeit noch, ob auch die Lawine oberhalb von Kappel gesprengt werden soll. Fast 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Wir haben gerade jetzt das betroffene Gebiet des Langtaufertals überflogen. Wir mussten feststellen, dass sehr viele Lawinen abgegangen sind. Einige haben auch Gebäude getroffen. Es geht darum, dass ein Haus wirklich von der Lawine weggeräumt wurde. Zum Glück waren die Personen im Untergeschoss und es hat keine Verletzten gegeben. Das Gebäude ist aber wirklich jetzt weggefegt. Es sind natürlich alle Einwohner evakuiert worden, sei es eines Hotels wie der danebenliegenden Pension und auch des betreffenden Gebäudes. Insgesamt sprechen wir von 150 Personen jetzt, die evakuiert werden mussten. Inzwischen sind einige Lawinen künstlich ausgelöst worden. Es wird jetzt noch entschieden, ob weitere künstliche Auslösungen erfolgen sollen. Es muss natürlich berücksichtigt werden, dass da dann auch Gebäude betroffen sein könnten. Das bewerten jetzt die Experten. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, dass die Straße so bald wie möglich wieder geöffnet werden kann. Dank der Anwesenheit von Rudolf Bollinger, dem Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz, bei der Pressekonferenz konnte genau beschrieben werden, was alles in den letzten Stunden gemacht wurde, um Einheimische und Touristen in Sicherheit zu bringen. Alle Einsatzkräfte arbeiteten weiterhin unter Hochdruck, um die Situation möglichst bald wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen. Der Wetterbericht für die nächsten Stunden stimmt in diesem Sinne zuversichtlich. Die Situation hat sich jetzt einigermaßen eingependelt. Es ist uns gelungen, die gesamten beschlossenen Maßnahmen durchzusetzen. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Straße nach Langtaufers so langsam öffnen können. Es ist ja sehr, sehr viel Lawinenschnee zu räumen. Dafür werden einige Tage gebraucht. Ein Problem ist noch die Lawine, wegen der wir den Bereich, das Dorf geräumt haben, wo das Hotel ist, wo auch über 100 Personen zu evakuieren waren. Wir müssen das jetzt noch einmal beobachten und in einer Sitzung noch einmal diskutieren, ob es möglich ist, mit teilweise Absprengungen auch diese Lawine zu entschärfen. Auch Regierungskommissär Vito Cusumano bedankte sich bei den Einsatzkräften des Zivilschutzes, der Feuerwehr, des Heeres, der Bergrettung und der Polizei. Auch die Lage auf den Straßen bessert sich. Gegen Mittag konnte die Staatsstraße auf den Reschen geöffnet werden und eine Stunde später auch die Landesstraße ins Schnalstal. Der Straßendienst hat mit der Schneeräumung zwischen St. Valentin auf der Heide und Grobe begonnen.